Ja, Herr Präsident, ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vor circa 4 Wochen haben wir hier in diesem Hohen Haus gemeinsam eine Resolution gegen Antisemitismus verabschiedet. Schon damals habe ich Sie hier in meiner Rede dazu aufgefordert, deutliche Zeichen zu setzen, dass Antisemitismus, gleich aus welcher Richtung er kommt, in Deutschland nicht geduldet werden darf und dass jüdisches Leben bei uns mit allen Mitteln entschlossen geschützt werden muss. Heute haben Sie nun die Gelegenheit, Ihren Worten von damals auch Taten folgen zu lassen. Weltweit zählt die 1985 gegründete Terrororganisation der Hisbollah, der Partei Allahs, zu den größten Feinden der Juden, und sie macht auch kein Geheimnis daraus, dass ihr Ziel die Zerstörung des Staates Israels ist. Seit Jahren führen sie daher einen brutalen, bewaffneten Kampf gegen israelische Einrichtungen und seine Bürger. Genannt seien hier nur die Anschläge auf die israelische Botschaft in Buenos Aires oder auf das Amia-Gemeindezentrum in den 90er Jahren mit zusammen 114 Toten und ca. 542 Verletzten, aber auch 2012 in Bulgarien in Burgas, als bei einem Anschlag auf einen Reisebus mit Israelis 7 Menschen starben und 32 verletzt wurden. Es ist eben genau diese islamistische Hisbollah, der man nachsagt, dass sie über eine größere Feuerkraft als 95% der Armeen weltweit verfügt. Man rechnet der Hisbollah gegenwärtig ca. 130.000 Raketen, ca. 25.000 Kämpfer und weitere 30.000 Reservisten zu. Hinzu kommen, 2006 besaß die Hisbollah dagegen nur 10.000 Raketen und zählte 13.000 Kämpfer. Und das zeigt, wie massiv die Hisbollah in den letzten Jahren aufgerüstet hat. Und klar ist dabei, dass diese Waffen irgendwann gegen Israel zum Einsatz gebracht werden sollen. So wie zum Beispiel letzte Woche insgesamt ca. 450 Raketen vom islamistischen Dschihad auf Israel abgefeuert wurden, eine Terrororganisation, die von der Hisbollah unterstützt wird. In den USA, Kanada, Israel, den Niederlanden, Australien, Großbritannien, jetzt auch Argentinien ist die Hisbollah daher als Terrororganisation eingestuft bzw. verboten. 2004 wurde mit der UNO-Resolution 1559 eine Auflösung des militärischen Arms der Hisbollah verlangt, und das Europäische Parlament stellte 2005 bereits fest, dass es eindeutige Beweise für eine terroristische Aktivität der Hisbollah gebe. Eine Unterscheidung zwischen einem politischen und einem militärischen Arm lehnt dabei sogar die Hisbollah selber ab. Es ergibt sich daraus die logische Konsequenz, die Hisbollah in Gänze als Terrororganisation zu verbieten. Die Hisbollah wird finanziell aus verschiedenen islamischen Ländern, wie zum Beispiel dem Iran, massiv unterstützt. Darüber hinaus hat die Hisbollah weltweit, so eben auch in Deutschland, nach Angaben der amerikanischen Drogenbehörde DEA, Kontakte zu südamerikanischen Drogenkartellen, um sich durch den Verkauf von Drogen zu finanzieren. In Deutschland leben ca. 1.000 Personen, die der Hisbollah zugerechnet werden können, und davon ungefähr 150 in Niedersachsen, wie kürzlich eine Anfrage der AfD ergab. Diese Leute organisieren sich in Vereinen, sie sammeln auch in Niedersachsen Geld ein, um den Kampf gegen Israel zu finanzieren. Dabei sind auch Überschneidungen in die libanesische Clankriminalität nicht auszuschließen. Die Landesregierung schreibt dazu in ihrer Antwort auf unsere Anfrage in Drucksache 18/4753, Zitat: Insoweit fördern in Deutschland und auch in Niedersachsen ansässige Vereine damit zumindest mittelbar den bewaffneten Kampf gegen Israel. Zitat Ende. In Niedersachsen ansässige Vereine fördern mittelbar den bewaffneten Kampf gegen Israel. Nach Einschätzung des niedersächsischen Verfassungsschutzes richtet sich hier die Aktivität der Hisbollah zudem, Zitat, gegen den Gedanken der Völkerverständigung sowie das friedliche Zusammenleben der Völker und propagiert die Scharia als Grundlage der Gesellschaft. Zitat Ende, Quelle Verfassungsschutzbericht Niedersachsen 2018. Jährlich nehmen darüber hinaus viele Personen, auch aus Niedersachsen, am Al-Quds-Tag in Berlin teil, wo dann zusammen mit Funktionären der Hisbollah, die extra dafür anreisen, Parolen zur Vernichtung Israels skandiert und israelische Flaggen verbrannt werden. Und was machen wir Deutschen? Gar nichts. Stattdessen zahlen wir vermutlich vielen dieser Menschen auch noch Sozialleistungen, und damit ist die Hisbollah indirekt eine staatlich alimentierte Terrororganisation gegen Israel auf deutschem Boden. Und das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Das muss sofort beendet werden.
Ich muss immer davon ausgehen, dass den Worten auch Taten folgen, betonte Innenminister Pistorius kürzlich. Und wenn das so ist, Herr Minister, dann fordere ich Sie auch an dieser Stelle auf, zu handeln und dem Treiben der Hisbollah ein Ende zu machen, bevor den Worten dieser Terrororganisation Taten folgen. In Berlin wird gerade der Antrag der AfD-Bundestagsfraktion beraten, die Hisbollah zu verbieten. Deshalb bedauern wir auch mit Unverständnis, dass eine abschließende Beratung am heutigen Tage hier in diesem Haus abgelehnt wurde. Neben dem Zentralrat der Juden fordern auch die USA Deutschland auf nationaler Ebene Maßnahmen zu ergreifen, um die gesamte Hisbollah zu verbieten. Matthias Döpfner, der Springer-Chef, schrieb am 7.11. in der Welt, Zitat, 44% der Juden in Deutschland denken darüber nach, das Land zu verlassen. Kein Wunder, das ist die größte Schande, die ich mir in unserem Land 2019 vorstellen kann. Zitat Ende. Matthias Döpfner hat recht, meine Damen und Herren. Der israelische Einwanderungsminister Gallant ruft Juden in Frankreich auf, aufgrund einer steigenden Zahl von Übergriffen nach Israel zu emigrieren. Lassen Sie es in Deutschland nicht so weit kommen. Deutschland darf kein sicherer Hafen für Terroristen sein. Deutschland muss eine sichere Heimat für ca. 200.000 Juden in unserem Land bleiben. Meine Damen und Herren, es ist unbestritten, dass die Hisbollah mit Waffengewalt gegen Israel und sich gegen seine Menschen stellt. Es ist unbestritten, dass diese unsäglichen Aktivitäten in Niedersachsen vorbereitet und auch finanziert werden. Es ist ebenso unbestritten, dass die Vereine der Hisbollah sich gegen das friedliche Zusammenleben der Völker stellen und von ihnen eine verfassungsfeindliche Ideologie ausgeht. Von daher muss ein Verbot der Hisbollah in Deutschland die logische Konsequenz sein. Setzen Sie hier ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus. Setzen Sie sich auf allen Ebenen für ein Verbot der Hisbollah und der ihr zugehörigen Vereine ein. Auch der Zentralrat der Juden wartet auf Ihre Entscheidung. Es ist höchste Zeit. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Ahrens. In der Reihenfolge